Ich sehe jetzt gerade, die Nähte sind in so einem Grünton. Hier haben wir dann nochmal, ich glaube, kann man das? Ja, kann man sogar. Nice. Hey Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Leute, heute ein relativ spontanes Video. Es wird natürlich wieder auf den Tisch geklopft, auch wenn wir momentan nicht in meinem altgewohnten Umfeld sind. Ich hoffe, das verwirrt euch nicht allzu stark. Ich bin aktuell in meinem Landhaus in Wiener Neustadt untergebracht, um meiner Fürstlichkeit zu frönen. Nice, Digga. Was mich aber nicht davon abhält, Qualitätscontent mit schlechter Qualität aufzunehmen. Und wie du das erreichst. Freunde, wenn es aber um Qualität geht, nicht vergessen, bald ist es soweit. Es wird angepeilt, 5. Dezember, der Drop meiner neuen Modemarke, MR. Der Support ist übrigens mega krass. Also die Modemarke hat sich mega verspätet, das hat alles ewig lang gedauert, aber es dauert auch noch, ja, bis 5. Dezember. Aber trotzdem ist euer Support einfach so krass und ich möchte mich einfach bedanken an dieser Stelle. Wer noch nicht dabei ist, dann auf jeden Fall MR Vienna, der offizielle Instagram-Account meiner neuen Modemarke. Seid auf jeden Fall am Start, denn hier kommen auch zukünftig in den nächsten Wochen immer wieder mal Spoiler zu den Designs. Also wer da am Start sein möchte, ist herzlich dazu eingeladen. Ich will aber gar nicht mehr länger quatschen, liebe Leute. Ich war, na, nicht persönlich vor Ort, sondern ich habe etwas abholen lassen. Ich möchte mich an dieser Stelle natürlich bei einem Partner bedanken, dessen Name ich hier nicht erwähnen möchte. Nein, Grüße gehen natürlich aus an Soulbox, dass sie mir diesen Schuh zurückgelegt haben. Wir brauchen, glaube ich, nicht lange drüber quatschen, um welchen Schuh es geht. Es war der Drop, der sehr lange erwartet wurde. Ein sehr umstrittener Schuh, muss ich sagen. Also mir persönlich hat er anfangs gar nicht gefallen, aber jetzt ist das Ding trotzdem hier, man kennt's ja. Ist natürlich trotzdem ein Bombenschuh. Wir werden das jetzt einfach gemeinsam unboxen, wir werden uns den Schuh ansehen. Ich habe mir wirklich, ohne Scheiß, diesen Moment aufgehoben. Ich habe den Schuh gerade erst bekommen und noch nicht ausgepackt. Also ich habe da noch nicht reingesehen. Wir machen das ganz jungfräulich, wird dieses Paket da enthüllt, gemeinsam mit euch, Unboxing des neuen Travis Scott Air Force Cactus Jack. Let's go. Gut, wir schauen uns den Schuh an und wenn wir uns allein den Karton schon ansehen, dann ist es einfach bombastisch. Also ich kann mich nicht erinnern, wann ich jemals so einen qualitativ hochwertigen und ausgefallenen, extravaganten Nike-Karton gehabt hätte. Ist auf jeden Fall sehr nice. Wir haben hier den Nike Swoosh plus das Nike-Kennzeichen und was wir hier, und das habe ich selber noch nie gesehen, ah, das ist immer Plastik, okay. Mit Plexiglas oder so, aber wir haben hier eine Einkerbung. Wir haben es hier, Cactus Jack in Lautschrift, sehe ich schon mal. Aber hier haben wir dann nochmal ein paar Prints. Air Force One ist natürlich beschrieben, das ist der dritte Air Force One von Travis Scott. Hier haben wir ganz normal zum Herausziehen natürlich die Box und das werden wir jetzt gleich machen. Gut, Lasche öffnen, Finger rein. Und einmal raus. Dann haben wir nochmal dieses Packpapier, eben nochmal in dieser Lautschrift Cactus Jack Records. Machen das Ganze auf, let's go! Und hier, okay, doppelt verpackt, nochmal mit diesem Packpapier und hier kommt er uns schon entgegen. Das erste, was mir auffällt, ist, dass wir natürlich wieder diese Lautschrift oben haben und auch das Soundlabel. Wir haben hier den Schuh selbst, der kommt mit dieser Zunge mit Zip, die werde ich aber dann später nehmen, was mir persönlich einfach nicht so gut gefällt. So, Schuh Nummer 1, hier haben wir natürlich unterschiedliche Laces, das heißt, wir können auswählen, ob wir wirklich diese leicht violett-braunartigen Laces verwenden. Ich werde vermutlich die helleren oder die schwarzen reingeben. Und hier drin haben wir selbst natürlich nochmal die Schuhzunge aus Karton. Nein, wie sagt man, einen Schuhspanner aus Karton. Und hier haben wir den zweiten Schuh. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. Natürlich mit diesem hellen Gummi finde ich ganz cool. Wir haben dieses cremeartige Weiß und dann haben wir natürlich ein Farbenspiel aus diesen ockerfarbenen Geschichten. Dann braun natürlich, was anscheinend die Lieblingsfarbe von Travis Scott ist. Hier haben wir violett, dann nochmal die Lautschrift mit Cactus Jack Records. Dann haben wir einen Blauton. Dann haben wir aber auch dieses Rauleder, was wirklich sehr rau ist, auch leicht ausgebleicht. Schaut schon fast stonewashed aus. Ich sehe jetzt gerade, die Nähte sind in so einem Grünton. Hier haben wir dann nochmal, ich glaube, kann man das? Ja, kann man sogar. Nice. Okay. Auch eine Spielerei. Und auf der Seite natürlich nochmal den Swoosh. Wir kommen auch ins Gelb rein. Also 100.000 verschiedene Farben. Im Endeffekt wirklich ein Schuh für Kenner, würde ich sagen. Also ich glaube nicht, dass der den meisten zusagt. Wie ich schon mal gesagt habe, es sieht so aus, als hätte man sich auf einen normalen Air Force übergeben. Aber mir persönlich gefällt er sehr gut, weil er mal was anderes ist. Ich werde jetzt noch diese Zungen, wie gesagt, entnehmen. Dann schon mal ein Posting auf Instagram machen. Max Robin schaut auf jeden Fall vorbei. Ich habe natürlich klassisch auch das Shirt von jemandem.
da ist das Outfit babamäßig am Start. Das ist der Schuh selbst. Aktuell der Preis Retail 160 Euro. Jetzt aber schon auf, was hast du gesagt, StockX? 616. Also für all jene, die es geschafft haben, ihn zu kaufen, herzliche Gratulation. Ich freue mich genauso, wie ich mich über meinen eigenen freue. Gratuliere euch dazu. Das ist der Schuh. Viel mehr gibt es, glaube ich, dazu nicht zu sagen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob euch der Schuh zusagt. Ist natürlich eine Geschmackssache. Mir persönlich gefällt er sehr gut. Sonst hätte ich ihn mir natürlich nicht geholt. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Das war's an dieser Stelle von den Travis Air Force. Travis Scott Air Force Cactus Jack. Schaut auf jeden Fall noch auf Instagram vorbei. Like das Bild, wenn es euch gefällt. Und seid auf jeden Fall am Start. Bald ist es soweit, meine neue Modemarke MAM. Da wird es dann nice. Ich freue mich schon mega drauf. Freunde, das war's von mir. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Schön, dass ich meine Grails hier wieder erfüllen konnte. War ja mein Platz 1. Und jetzt war's mal ein Grail. Das war's von mir. Euer Maximilian. Erfüllung im Beruf, Erfolg, aber auch noch ausreichend Snippies.